I am the Jochen and this is the Frühsport für Freitag, den 14. Oktober 2021. Schönen guten Morgen. Gerade eben live noch im Fernsehen gesehen, die große Überraschung bei den Darts-Europameisterschaften. Florian Hempel gewinnt gegen Peter Wright mit 6:3 und zieht in die nächste zweite Runde ein und schmeißt damit Peter Wright raus, der hier ja Titelverteidiger war bei den Europameisterschaften und Nummer 2 der Welt. Und auf der anderen Seite Florian Hempel aus Deutschland, der bis vor ein paar Jahren noch Handball gespielt hat, dann mehr so aus Jux in der WG angefangen hat, auf eine Dartscheibe zu schmeißen, hat gemerkt, das kann ich irgendwie auch ganz gut. Und jetzt ist er auf dem besten Wege mit Anfang 30, vielleicht in einer anderen Sportart Fuß zu fassen, in der er dann möglicherweise viel, viel länger spielen kann, als es noch im Handball der Fall gewesen wäre. Also großen Glückwunsch an Florian Hempel, den ersten Deutschen in der zweiten Runde. Und Peter Wright, jo, den sehen wir wieder mit Sicherheit beim nächsten großen Turnier. Aber hier bei dieser Europameisterschaft ist Schluss für ihn. Außerdem eine Runde weiter, Rob Cross zum Beispiel, José de Sousa ist eine Runde weiter, Luke Humphries ist weiter, Brandon Dolan, William Borland hat gegen Simon Whitlock gewonnen, das ist sicherlich auch eher überraschend. Ja, und weitere Partien dann jetzt gleich noch und heute Abend, also jetzt gleich, wo ich das aufnehme, und weitere Partien dann auch heute Abend wieder, denn es geht um 20 Uhr weiter mit dieser ersten Runde und mit den anderen 16 Spielern, die wir jetzt gestern nicht gesehen haben. Unter anderem mit am Start Gabriel Clemens, der spielt aber gleich im, ne, gleich ist gut, der spielt aber erst im allerletzten Spiel des Abends. Das heißt, das kann locker dann so, ja, kurz vor Mitternacht werden, wenn er antritt gegen Damon Hitter aus Australien. Außerdem heute unter anderem im Einsatz Michael van Gerwen, Gervin Price, die kommen alle im Laufe des Abends dann dran. Und natürlich Sportskamerad Ryan Searle, der tritt an gegen Michael Smith. Jo, ab 20 Uhr geht's los und das Ganze gibt's zu sehen auf The Zone oder auf Sport 1 für die Darts-Freunde. Vom Darts gehen wir rüber zum Tennis. Da geht's erfreulich weiter aus deutscher Sicht, denn Alexander Zverev hat dort gegen Gael Monfils gewonnen beim Turnier von Indian Wells. Im Achtelfinale klar in 2 Sätzen und damit ist er ins Viertelfinale eingezogen. Turniersieg ist möglich auf jeden Fall. Das ist natürlich für alle möglich, die im Viertelfinale stehen. Aber die Erfolgsreihe für ihn geht weiter. Das ist sehr schön. Im Viertelfinale trifft er jetzt auf Taylor Fritz und das Ganze aber erst heute Abend. Ja, Spielplan ist noch nicht raus. 20 Uhr geht's los. Dann gibt es die beiden ausstehenden Viertelfinals bei den Männern. Wir haben noch Taylor Fritz gegen Zverev und wir haben noch Basilashvili gegen Tsitsipas. Also eins von den beiden wird um 8 Uhr starten, das andere dann im Anschluss. Zu sehen das Ganze auf Sky Sport. Und ein Spiel ist schon rum, gerade jetzt, wo ich das hier erzähle. Nämlich Cameron Norrie, der hat gewonnen gegen Schwarzmann und steht im Halbfinale. So, dann gucken wir zum Damenturnier. Da spielt Angelique Kerber ja bekannterweise im Halbfinale, im Viertelfinale, sorry, gegen Paula Badosa, Gibert. Und das Ganze findet oder fand jetzt statt in der gerade abgelaufenen Nacht. Ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Wenn sie ins Halbfinale kommt, spielt sie heute, also generell alle, die ins Halbfinale kommen, spielen heute, dann unter anderem Azarenka gegen Ostapenko, das steht schon fest. Und das Interessante für Kerber in diesem Turnier ist, sie macht gerade unheimlich Punkte gut im Rennen zu den WTA-Finals, denn das kann sie noch schaffen. Wenn sie hier dieses Turnier gewönne, und sie ist momentan die bestplatzierte verbliebene Spielerin im Feld, wenn sie das Turnier hier gewönne, macht sie 1000 Punkte gut auf einen Schlag und dann ist sie in den Top 8 vorübergehend. Und so viele Turniere kommen nicht mehr. Es ist das letzte große Tausender-Turnier vor den WTA-Finals, kommt noch ein bisschen was Kleineres. Aber das wäre ein Riesenschritt. Aber eins nach dem anderen, erstmal Viertelfinale gegen Badosa, die auch noch um die ATP, die WTA-Finals spielt. Ebenso wie die beiden anderen Damen, Kontaveit und Jabeur, die sind auch noch vor Kerber sogar platziert, können noch weiter Punkte gut machen. Aber alle anderen, die vorne dran lagen, sind inzwischen draußen aus diesem Turnier. Drücken wir die Daumen, dass das geklappt haben wird, jetzt in der abgelaufenen Nacht. Denn wenn ihr das Video guckt, ist es wahrscheinlich ja schon durch. So, dann schauen wir noch aufs Doppel. Da gab es das deutsche Duell zwischen Krawitz-Tekau und Pütz-Wienes. Und das ist ein bisschen überraschend. Krawitz-Tekau sind raus gegen Pütz-Wienes. Und Pütz-Wienes stehen damit im Halbfinale. Genau, das ist schon sicher. Das war nämlich das Viertelfinale. Großer Erfolg auch für Tim Pütz. Und da sind wir auch mal gespannt, ob es für die beiden vielleicht in Richtung Turniersieg geht. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. So. Das zum Tennis, dann gucken wir auf den Fußball. Champions League der Frauen gab es gestern Abend mit den nächsten Vorrundenspielen und aus deutscher Sicht einen klaren Sieg für Bayern München mit 4:0 gegen Hecken und aus deutscher Sicht eine
klare Niederlage mit 0 zu 4 bei Arsenal. Leider. Also Sieg und Niederlage, was willst du machen? War für Hoffenheim jetzt fast schon zu befürchten. Arsenal war sicherlich favorisiert, aber wir warten mal ab. Ist ja noch eine Menge drin in dieser Champions League. Außerdem am Abend noch Barcelona gewinnt 2-0 in Köln und Olympique Lyon schlägt 5-0 Benfica. Also waren klare Siege, muss man fairerweise sagen. Aber das hatten wir ja auch schon vorgestern hier in der Frauen-Champions League. Schauen wir kurz noch auf die WM-Quali und zwar nach CONCACAF, also Nord- und Mittelamerika. Die haben inzwischen jetzt auch ihren letzten Spieltag absolviert. Tabellenführer Mexiko gewinnt 2-0 in El Salvador und bleibt damit Tabellenführer Mexiko. Die USA weiterhin Zweiter, gewinnen 2-1 gegen Costa Rica. Und Kanada ist Dritter nach einem 4-1 über Panama, haben sie die überholt. Also momentan auf den Quali-Plätzen für die WM Mexiko, USA und Kanada. Und auf dem Playoff-Platz wären momentan Panama. So, gefolgt von Costa Rica, Jamaika, El Salvador, Honduras. 6 Spiele sind rum von 18. Da geht also noch eine ganze Menge in dieser Gruppe. Jetzt spielen gerade noch die Südamerikaner. Ist auch ein bisschen irre, oder? Die spielen jetzt gerade ihre WM-Quali in der Nacht, wo ich jetzt das Video gerade aufnehme. Das heißt, diese Spieler werden am Wochenende möglicherweise gar nicht antreten können bei ihren Vereinen in Europa. Also Messi zum Beispiel, PSG spielt jetzt gerade heute Abend, komme ich gleich zu. Der wird es nicht rechtzeitig zurückschaffen natürlich. Und auch aus der Bundesliga, einige sind dann vielleicht am Samstag da und könnten direkt vom Flughafen auf den Platz laufen. Ob sie das machen, weiß ich noch auch nicht. Quarantäne gibt es für einige vielleicht auch noch, je nachdem, wie die Bestimmungen sind in den Ländern. Also das ist eine komische Geschichte, vor allem noch komischer, wenn man bedenkt, dass die brasilianische Liga, die spielt zurzeit. Also waren es gerade gestern wieder Ligaspiele, während Brasilien heute in der Qualifikation spielt. Das ist schon kurios. Verzeihung. Ergebnisse dazu machen wir morgen, wenn der ganze Spieltag dann rum ist. Apropos Fußball, schauen wir aufs Programm von heute. Endlich ist die Week of Football vorbei und es ist wieder geordnete Bahnen angesagt in Sachen Ligafußball. Zweite Liga 18:30 startet mit Hannover gegen Schalke. Ein Knaller von den Namen her und Paderborn gegen Regensburg. Das ist der Knaller von der Tabelle her, muss man dazu sagen. Das ist nämlich Dritter gegen Zweiter. Hannover und Schalke dagegen ist 13 gegen 4. Ist auch okay. Also 4 ist okay, aber 13, naja, geht so. 18:30 Sky Bundesliga, Einzel oder Konferenz. Habe ich gesagt, Damenturnier auf The Zone im Tennis? Habe ich, glaube ich, gesagt. Wenn nicht, erwähne ich es hiermit einfach nochmal. Ihr wisst ja eh schon Bescheid, wo das läuft. Wenn ihr hier regelmäßig dabei seid. Dritte Liga startet wieder mit Viktoria Berlin gegen Osnabrück. Das Ganze um 19 Uhr. Wir haben immerhin 4 gegen 7, also durchaus auch ein Spiel aus den oberen Rängen. Magenta Sport ist live dabei. Und in der Bundesliga haben wir zum Auftakt des Wochenendes Hoffenheim gegen Köln. Das ist 11 gegen 6. Die Kölner hier überraschend gut gestartet. 20:30 kann man auf der Zone gucken, wie sie sich jetzt pardon, in Hoffenheim schlagen werden. Dazu gibt es aus der Frauenbundesliga Werder Bremen gegen Essen. Da haben wir tabellarisch gesehen Letzter gegen Siebter, also 12 gegen 7. Jetzt nicht so der Burner, 19:15 Uhr, Magenta Sport ist live dabei und richtig Eurosport, wie freitagsabends ja gewohnt. Und dann haben wir auf der Zone noch die französische Ligue 1 mit PSG gegen Angers. Das ist auch ein Knaller, 1 gegen 4 und ohne Messi. Also mal sehen, ob da für Angers was geht. Das gibt es natürlich auf der Zone zu sehen. Ist ja klar, sind wir ja gewöhnt. Soweit zum Fußball. Schauen wir mal, was sonst noch so los war. Zum Beispiel Eishockey. Die DEL hat gestern gespielt. Düsseldorf gegen die Fischtown Penguins 5 zu 2. Schön für alle Düsseldorfer Freunde. Und heute gibt es dann 6 weitere Partien um 19:30 Uhr. Einzel oder Konferenz auf Magenta. Ihr kennt das Spiel. Unter anderem, was haben wir da Schönes im Angebot? Unter anderem haben wir die Münchner zu Gast in Augsburg und die Adler Mannheim bei den Schwenninger Wild Wings. Das fällt mir gerade mal so beides erstmal ins Auge. Gut, gehen wir weiter zum Handball. Da gab es gestern die Füchse Berlin, die haben gewonnen in Hannover Burgdorf und sind damit vorübergehend Tabellenführer in der HBL vor Magdeburg und Kiel, die aber beide noch spielen müssen. Göppingen spielt nur unentschieden gegen Melsungen und verpasst es damit, sich ein bisschen weiter nach vorne noch zu schieben, sind jetzt Vierter. Aber da drücken von hinten auch noch einige nach, die noch ausstehende Spiele haben. Das könnte also wirklich nur eine Momentaufnahme sein. Und mehr Handball gibt es dann am Wochenende. Ja, heute gibt es nichts. Verrückt, ne? Dann habe ich noch Basketball. Die Euroleague brachte gestern 2 Niederlagen wieder für die deutschen Teams. Irgendwie läuft das nicht so rund. Alba Berlin und Bayern München beide verloren, zieren jetzt in der Tabelle Platz 14 und Platz 18. Jo, Alba Berlin gegen Baskonia verloren und die Bayern gegen Zenit St. Petersburg.
Da weiß ich nicht genau, ob das noch was. Aber das ist eh dieses komische Format, wo die spielen auch zig Spieltage gegeneinander. Mal gucken, was da noch draus wird. Heute Abend gibt es BBL um 20:30 Uhr. Da könnte es einen deutschen Sieger geben zur Abwechslung, nämlich die Telekom Baskets Bonn treffen auf die Fraport Skyliners. Das Ganze natürlich auf Magenta Sport, der üblichen Anlaufstelle für die. Ellbogen angeschlagen. Der üblichen Anlaufstelle für die Basketball-Bundesliga. So, dann habe ich noch ein kleines Goodie für die Volleyballfreunde. Und zwar gibt es heute wieder das Spiel der Woche aus der Frauen-Volleyball-Bundesliga auf Sport 1. Und zwar um 18:30 Uhr Schweriner SC gegen Dresdner SC. Das ist tabellarisch momentan Mittelfeldkost, aber die Tabelle nach 2 Spieltagen ist eh noch nicht so, dass sie wirklich sehr viel aussagen würde. Aber auf Sport 1 kann man da dabei sein, wenn man das gerne möchte. Seid ihr herzlich eingeladen, Frauen Volleyball-Bundesliga zu gucken. Genau, so ist es. So, ich glaube, das war so das Gröbste für den Tag. Habe ich irgendwas verpasst? Ich gucke noch mal kurz drauf. Das haben wir gehabt. Das habe ich gesagt. Ach so, haha. Gibt noch was für die Randsportfreunde. Das wollte ich noch erwähnen. Gestern habe ich es nicht gesagt, habe ich vergessen. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen hatten wir diese Duelle Europa gegen Rest der Welt, ne? Tennis Laver Cup und Golf Ryder Cup. Und jetzt gibt es noch so ein Ding, nämlich den Weber Cup. Das ist das Länderduell USA gegen Europa im Bowling. Und das findet derzeit statt, live auf der Zone zu sehen. Täglich um 19 Uhr geht's los. Ist speziell. Also, wenn jemand wirklich sagt, komm, Fußball, Handball gibt es ja eh nicht, aber Fußball, Basketball, Eishockey, Tennis, juckt mich jetzt alles nicht. Ich will Bowling gucken. Das könnt ihr machen. 19 Uhr ist DAZN heute auch wieder live dabei. Das ist wieder das alte DAZN, finde ich. Die halt wirklich jetzt nicht nur sich Premium-Rechte holen, sondern die wirklich auch so ein bisschen mal in die Sparte reingehen. Finde ich sehr angenehm und werde ich auch definitiv, glaube ich, nicht reingucken. Aber wer möchte, kann das auf jeden Fall ja tun. Das ist das Schöne daran. Wenn, dann gucke ich, glaube ich, lieber Darts heute Abend. Ein bisschen Fußball, mal gucken. Also was der Körper so zulässt, der Geschundene. Euch einen schönen Sportabend mit was auch immer, ob es jetzt Bowling wird oder was anderes. Wenn ihr möchtet, bin ich morgen wieder für euch da und ich wünsche euch einen guten Freitag, schönen Start ins Wochenende und Dankeschön fürs Zugucken. Bis dann, tschüss.